bin Anna Nesiba. Und ich bin Judith Kaspari. Und wir spielen in der West Side Story die Maria. Wir haben hier sogar schon mal zusammen auf der Bühne gestanden. Für Disco in Concert als Backing Vocals. Haben wir gesungen und kennengelernt. Ja, genau. Jetzt stehen wir ja leider abwechselnd auf der Bühne, aber jetzt bei den Proben immerhin sind wir noch zusammen. Genau, das ist auch sehr schön. Und ich habe bereits im Jahr 2014 als Liesel von Trapp in Sound of Music auf der Bühne gestanden. Und ich war 2013 und 2014 zwei Jahre lang hier im Opernstudio und konnte da ganz viel ausprobieren auf der Opernbühne. Aber das ist jetzt tatsächlich mein erstes Musical. Das Besondere an Musicals ist für mich die Kombination aus Gesang, Tanz, gesprochenen Texten und das alles in einem wahnsinnig tollen Mix, in einem sehr schwierigen Anspruch zum Teil und im sehr hohen Tempo. Da wird es sehr viel zu gucken und zu hören geben. Ja, für mich bedeutet Musical aber auch nochmal eine ganz besondere Qualität, weil man, wie gesagt, das Schauspiel mit dem Gesang verbinden kann und noch Choreografien dazu verbinden kann. Also es ist irgendwie eine ganz besondere Mischung, die man in so einem Theater hat und deswegen auch eine ganz besondere und einzigartige Qualität für mich hat. Unsere Rolle in drei Adjektiven. Stark. Bedingungslos. Verliebt. Die Maria ist eine sehr starke Figur. Und es ist ganz toll, die spielen zu dürfen. Die Maria lässt sich nicht unterkriegen, die kommt hin in ein fremdes Land und sagt, das bin ich und ich will das. Und die anderen können mich nicht zu dem kleinen Mädchen machen, was ich schon längst nicht mehr bin, sondern ich gehe jetzt meinen Weg. Ich würde mir von der Rolle der Maria gerne weiter mitnehmen, dass man sich immer diese Offenheit bewahrt, dass man Menschen ansehen kann, ohne sie gleich in Schubladen zu stecken. Schon gleich ab Beginn des Stückes sagt Maria, dass sie auf der Suche nach etwas Neuem, Aufregendem, vielleicht nach einem Abenteuer ist. Und ich glaube, das kann man für sich selbst eigentlich genauso sehen im Leben, dass man, gerade wenn man noch jung ist, irgendetwas Besonderes erleben möchte. Eine besondere Herausforderung dabei ist, dass das ganze Stück auf Englisch gespielt wird. Es sind zwei verschiedene Gangs, die jeweils mit einem ganz eigenen Akzent dieses Englisch sprechen. Dafür haben wir extra einen Sprachcoach eingeflogen bekommen, mit dem wir das geübt haben. Und jetzt in den Proben ist es sehr lustig, das auszuprobieren. Manchmal klappt es schon ganz gut, aber manchmal ist auch noch ein bisschen was dran zu feilen. Ich freue mich auch auf ganz tolle Choreografien. Wunderschöne Musik. Mitreißende Rhythmen. Eine Bühne, wo wir ganz viel rumklettern. Romantische Szenen auch. Aber auch sehr lustige Szenen, glaube ich. Also es ist wirklich von allem was dabei und einfach ein hoffentlich großartiger Abend.